Ich hasse diese Scheiße. Nichts als eine Schacht. Aber wo ist nur diese verdammte Kirche? Geschafft. Nettie? Ah, hallo Mike. Gut, dass du hier bist. Wie hätte ich dein freundliches Angebot ausschlagen können? Als könnte ich jemals Nein zu dir sagen, Agnetta. Kannst du ja auch nicht. Ich bin nun mal unwiderstehlich. Ich hoffe, du hast die Akte gelesen, die ich dir gegeben habe, und zwar gründlich. Zwischen den Zeilen findest du die Hinweise. Hast du meine Sachen? Komm rein, Chérie. Weißt du, auf dem Weg hierher habe ich über diese dunklen Seelen nachgedacht. Wenn die so verdammt gefährlich sind, wieso haben die Ahnen sie dann nicht einfach zerstört? Weil das unmöglich ist. Ihre Macht beruht auf ihrer Unsterblichkeit. Sollte es dem Bösen jemals gelingen, diese unsterblichen Seelen zu seinen abscheulichen Sklaven zu machen, kannst du dir das Gemetzel ja vorstellen. Eine unsterbliche, unschlagbare Armee würde über die Erde hereinbrechen. Es wäre die Apokalypse, Shadowman. Es wäre das Ende. Schon gut, schon gut. Ich muss also vor dem Bösen zu diesen dunklen Seelen gelangen. Das habe ich jetzt kapiert. Aber wo kann ich sie finden? In Govi. Alle Govi wurden mit dem stärksten Voodoo-Zauber versiegelt. Selbst die größten Bokors oder Mambos können sie nicht öffnen und die dunklen Seelen darin freisetzen. Glaub's mir, ich hab's versucht, aber ein Shadowman oder etwas noch Mächtigeres kann es vielleicht schaffen. Setze die dunklen Seelen frei und nimm sie in dich auf. Aber beachte dies, die dunklen Seelen bestehen in ihrem Wesen aus purem und uraltem Bösen. Sie besitzen eine Macht, die nicht missbraucht werden darf. Ja, 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 lass es uns endlich hinter uns bringen. Meine Sachen hast du. Voilà, hier sind sie. Ich habe solche Angst, Mikey, du musst mir helfen, bitte hilf mir! Er lebt und leidet Schmerzen. Ich muss ihm helfen. Er ist tot, Mike, das weißt du doch. Ja, ich weiß, aber ich habe gesehen,
Es ist ganz verständlich, dass du immer noch starke Gefühle für deinen Bruder hast. Deswegen funktioniert bei dir ja auch sein Teddy und verbindet dich mit dem Reich der Toten. Gebrauche ihn jetzt, Mike. Geh ins Reich der Toten und suche Jaunty. Er wartet vor den Markttoren auf dich. Er wird dir etwas zeigen. Gut. Und Mike? Ja? Falls du mich brauchst, ich werde hier sein. Jetzt such Jaunty und schnapp dir diese dunklen Seelen. Mike, es ist keine Zeit zu verlieren. Benutze Lukes Teddy und geh ins Reich der Toten. Mike, benutze den Teddy. Geh ins Reich der Toten. Ich bin der Herrscher über das Reich der Toten. Schatten geboren am Zusammenfluss der Welten, um zwischen beiden hin und her zu wandern. Dem Reich der Lebenden mangelt die Bedeutung, die mein nicht lebendes, nicht totes Sein an diesem Ort besitzt. Dem Reich der Toten, wo die Dunkelheit sich offenbart am Ende des Verstands. Als Gott trete ich hervor, auf dem sich windenden, stinkenden Körper der Schlange im Reich der Toten. Welcher Art ist hier der Schlaf? Welche Träume lauern in den bedachtsamen Winden? Ah!
Michael, beweg endlich deinen Arsch hierher. Hallo, Michael. Wie läuft's denn so mit dem Tod, was? Jaunty, ich wäre dir verbunden, wenn du mich Shadowman nennen würdest. Hier im Reich der Toten hat Michael Leroy keinen Platz. Was immer du willst, Michael. Schön, dich wiederzusehen. Ist ja schon Ewigkeiten her, dass mir deine wunderbar fröhlich lachende Visage zum letzten Mal untergekommen ist, was? Ganz meinerseits. Warst wohl weg und hast ein bisschen mit dem alten Drachen geschickert, was? Hast es ihr ein bisschen mit dem guten alten Voodoo gegeben, um sie immer jung zu halten, was? So ungefähr. Ich wette es ja. Ich hab's. Ich hab's.